Fragen ab von uns. Wir haben vieles vor in den nächsten 2-3 Tagen. Wie ihr wisst, sind wir gerade in Mexiko. Und als erstes geht's jetzt Richtung Las Coloridas. Das sind so Seen, die bunt sind. Also es gibt einmal pink und einmal orange. Das soll mega cool aussehen. Das ist ein totales Naturphänomen. Und ich nehme euch mit. Wir gucken uns heute Uxmal an. Wir machen mal ein bisschen Kultur. Das ist eine Tempelruine, die ungefähr 400 vor Christus erbaut wurde. Ganz interessant. Wir sind extra früh aufgestanden heute, damit wir nämlich die ganzen Touristenreisebusse hier irgendwie ein bisschen meiden. Seid wurde gerade beauftragt, hier ein wunderschönes Foto zu schießen von der Reisegruppe vor der Pyramide. Spitzenfotograf am Werk. Snidey! Hallo! Snidey hat heute ihr Azteken-Outfit an. Passend zum Thema Outfit of the Day und so. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on schöne Stadt sein, beziehungsweise es ist sogar die Hauptstadt von Yucatan, von diesem Bereich hier. Ja, und wir gucken uns jetzt mal Mérida an, aber als allererstes werden wir jetzt erstmal was zu essen suchen. Wir haben mal wieder Hunger. Krass, wie viele Tauben. Ist ja fast so wie in Venedig. Krass. Alles voll. Wir sitzen hier auf der Stange, wie die Hühner. Krass. Und schmeckt's?
wollen wissen, ob das Mangostin ist oder nicht. Weil in Bali haben wir ja immer Mangostin gegessen und auf Sri Lanka, aber die sieht hier irgendwie anders aus. Wir haben jetzt mal eine gekauft und machen die jetzt mal auf. Spannung steigt. Gracias. Und nein, es ist keine Mangostin. Ich sag mal, immer noch nicht so ganz klar. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Sieht schon sehr ähnlich aus. Sah aber anders aus. Da müssen wir mal probieren, ne? So, das sieht jetzt ein bisschen eklig aus. Schmeckt aber so ähnlich wie Mangostin, aber nicht ganz. Also vielleicht ist das auch eine andere Art von Mangostin. Weiß das jemand? Wenn ja, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Hier, das Nailas neue Käppi. Wir sind jetzt bei uns in der Unterkunft angekommen. Es gab ein paar Komplikationen. Wir hatten eigentlich eine andere gebucht, aber irgendwie war dann kein Zimmer für uns frei. Jetzt haben wir aber eine andere gefunden und die ist auch sehr schön. Die zeige ich euch ganz kurz. So, das ist unsere Küche und hier wird seit heute Abend für uns Abendessen zaubern. So, das ist unser Schlafzimmer mit einem Bett für die Naili und für Seid und mich und noch ein Bett für Lisa und Chris. Und hier ist unser Badezimmer mit Dusche, Toilette, alles was man braucht ist da. Und jetzt zeige ich euch noch eine Sache und zwar dafür muss ich einmal aus unserem Zimmer rausgehen. So. Und das ist der Pool. Wir haben sogar einen Pool. So, dann habe ich noch ein paar Grüße zum Schluss. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich grüße die Jana, ich grüße die Lilly Leona und ich grüße die Sarah. Ja, und dann würde ich sagen, wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns sehr gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und schaut sehr gerne mal bei Instagram vorbei. Bis zum nächsten Video. Tschüss.